Wie Sie sicherlich wissen, meine Damen und Herren, leben wir ja in der besten aller denkbaren Welten. Und diese beste aller denkbaren Welten wird wiedergespiegelt in den bullischsten aller Aktienmärkte ever. Es geht nach oben, zwar mehr oder weniger unter Ausschluss der öffentlichen Beteiligung. Auch heute wieder dünnste Umsätze, auch heute wieder immer weniger Aktien, die letztendlich in einem Aufwärtstrend handeln. Macht aber nichts, wenn die Indizes steigen. Viele sind ja über ETFs investiert, die interessieren sich nicht für derlei Sophistik, und wir sind natürlich in einem totalen Goldilocks-Szenario, also geht nicht besser. Und so hat das heute auch Mohammed El Erian mal zusammengefasst, der einstige PIMCO-Chef, jetzt Allianzberater, der sagt, ja, ich bin einverstanden mit zwei dieser drei Elemente des sogenannten Goldilocks-Szenario. Erstens, wir haben ein starkes Wachstum. Okay, das werden wir sehen, dann vor allem in den Unternehmensergebnissen. Die Konjunkturzahlen aus den USA zumindest, die sind nicht so super stark, aber man hofft, dass das noch irgendwie kommt vielleicht. Dann sagt Mohammed El Erian den zweiten Punkt, sehr dovische Notenbanken. Nun ja, da ist wohl kein Zweifel daran. Auch wenn die Fed hier von Tapering fabuliert, da ist doch relativ wenig zu sehen bisher. Man hat sogar die Anleihekäufe in vielen Bereichen ausgeweitet. Aber wo Mohammed widerspricht, das ist der dritte Punkt, nämlich die Transitory Inflation, also die vorübergehende Inflation. Vielleicht ist die nicht so vorübergehend, meint er. Und vor allem, wenn die Notenbanken, je öfter sie dieses Mantra wiederholen, vorübergehend, vorübergehend, umso vulnerabler ist letztendlich eben dieses Goldilocks-Szenario, auf das sich alle verlassen. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann hätten die Märkte ein Problemchen. Aber das sind natürlich ketzerische Gedanken, meine Damen und Herren, die wir nicht zulassen sollten, gerade in der besten aller Welten, in der jetzt der S&P 500 sein zweitbestes Halbjahr absolviert seit 1998. Da kann man nur gratulieren. Marktkapitalisierung der US-Märkte über 200%. Jetzt könnte man sagen, der Durchschnitt liegt so, naja, bei 100%. Also müssten sich die Aktienmärkte halbieren zum BIP oder das BIP eben sich verdoppeln. Ich tippe ganz, ganz stark auf Letzteres. Die Wirtschaft in den USA und überhaupt auf der Welt, die wird sich natürlich verdoppeln, sodass diese Bewertungen, die derzeit der Fall sind, natürlich absolut gerechtfertigt sind. Da gibt es gar keinen Zweifel. Und jetzt gibt es, naja, so Defätisten, Leute, die einem immer in die Suppe spucken, die immer das Haar in der Suppe entdecken, die Miesmacher, die latenten Crash-Propheten, diese Leute, die nicht eben an das Mantra glauben wollen, also, wie soll man sagen, das sind Atheisten, Agnostiker, irgendwelche Leute, die halt, naja, zu meinen sind. Ja, wenn Sie mich fragen, zum Beispiel Holger Cipic, der darauf hinweist, von der Welt, der darauf hinweist, dass normalerweise in einem zweiten Jahr eines Bullenmarktes, und wir haben es ja mit einem Bullenmarkt zu tun nach der kurzen Korrektur in der Corona-Krise, dass es da eigentlich immer zu Rücksetzern kommt zwischen 5 und 16%. Bislang hatten wir das noch nicht. Wir hatten ja einmal, glaube ich, im S&P 500 4,7% oder so. Das gilt dann offiziell nicht als Korrektur. Korrektur ist alles, was 5% ist. Aber das wird natürlich diesmal nicht passieren, denn es ist nicht gewollt, denn die Aktienmärkte haben ja die Funktion, die Wohlhabenden noch etwas wohlhabender zu machen und die anderen, die ein paar Krümel abbekommen, glücklich zu machen, selbstbewusst zu machen. Das passiert ja durchaus ausreichend. Insofern wird das nicht mehr zugelassen, weil es nicht mehr zugelassen werden kann. Gar keine Frage. Heute ist ja der letzte Handelstag des Quartals. Window Dressing wahrscheinlich nochmal angesagt. Also man hat dann das im Depot nochmal, was gut gelaufen ist. Allerdings ist in der letzten Stunde interessanterweise des letzten Handelstages eines Quartals und auch des zweiten Quartals speziell, sehen wir, dass dann in der letzten Handelsstunde der S&P normalerweise nach unten geht ein bisschen. Dann kommt wahrscheinlich frisches Geld wieder rein im Juli. Da kommt Geld über ETFs, über Fonds, wo dann zum Monatsanfang eben wieder schön gekauft werden kann, saisonal. Ich wiederhole mich, da sind ja die ersten beiden Juliwochen normal sehr, sehr positiv. Also auch von der Seite her total bullish. Und dann kommen die Zahlen der US-Konzerne so ab Mitte Juli, Pi mal Daumen. Und das wird dann noch bullischer. Man erwartet Gewinnsteigerungen von über 60%. Vielleicht sind es auch 600%. Mich würde das nicht wundern angesichts der Situation. Jetzt haben wir dann
So ein paar negative Ausreißer wie heute Chicago Einkaufsmanager Index, schlechtester Wert seit Februar, aber die Preise auf dem höchsten Stand oder so massiv gestiegen wie seit 1979 nicht mehr. Über 90 die Preiskomponente beim Chicago Einkaufsmanager Index. 50 ist ja immer die Schwelle zwischen Wachstum und Kontraktion. Also das wäre dann so eine Art nachlassendes Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig weiter steigender Inflation. Und das könnte man dann als Stagflation bezeichnen. Aber das wird natürlich nicht der Fall sein, weil die Inflation dann runtergeht, schon weil die Notenbanken wollen, dass die Inflation runtergeht. Also wird auch die Inflation runtergehen, sonst hilft man ein bisschen nach. Wir haben dann ein deutsches Beispiel, wo das hervorragend gelingt, gleich später. Jetzt haben wir noch einen Punkt, der ein bisschen kritisch ist, und das sind die Hauspreise in den USA. Da haben wir ja massive Preissteigerungen gesehen, und wenn die Immobilienpreise steigen, dann steigen normalerweise auch die Mietpreise, wenngleich meist, wie hier in Deutschland zum Beispiel auch, nicht in derselben Geschwindigkeit, was diejenigen, die jetzt Häuser kaufen, um sie dann an andere zu vermieten, ein bisschen unter Druck bringen kann. Jedenfalls, wenn das so weitergeht, dann könnten wir eine sogenannte Shelter Inflation sehen, also eine Mietinflation, und zwar funktioniert das über das sogenannte Owner's Equivalent Rent, was die Berechnung betrifft, also praktisch, was müssten die Hausbesitzer an Miete zahlen? Das fließt in die Berechnung der Verbraucherpreise ein, vor allem auch in die Berechnung der Kerninflation. Mieten machen da so um und bei 40% aus, und wir sehen, dass eben die Hauspreise massiv gestiegen sind, und das könnte bedeuten, dass diese Owner's Equivalent Rent auch deutlich nach oben geht. Normalerweise folgt das mit etwas Verzögerung, und das wäre dann schon mal da fast eben diese Mieten die Hälfte der Kerninflation ausmachen, wäre dann schon ein ziemlich saftiger Kuchen. Das ist dann ein Faktor, der eben nicht transitory ist, so oder so, sondern der dürfte dauerhafter sein. Und das widerspricht so ein bisschen dem Mantra Transitory Inflation. Auch die Pricing Power, wie wir hier sehen, hier hat Evercore Einzelhändler befragt, wie ist denn bei euch die Situation? Könnt ihr die Preise setzen, wie ihr das wollt? Seid ihr in der Lage, hier wirklich Preismacht auszuüben? Und da sind wir fast auf dem höchsten Stand oder mit auf dem höchsten Stand seit 2004, 2005. Also sie können es. Die Antwort ist ja, wir können die Preise nach oben bringen, und sie müssen das wahrscheinlich auch, denn sie haben ja deutlich erhöhte Inputkosten, also deutlich erhöhte Kosten, zu denen sie produzieren oder Dienstleistungen anbieten. Genau das ist das Problem, und das sehen wir jetzt auch so ein bisschen in dem Dienstleistungssektor. Etwa in den USA hier einige Fastfood-Ketten wie Chipotle, McDonald's oder Wendy's. Chipotle etwa bietet in manchen Filialen schon einen Stundenlohn von $20,50. Das ist sportlich für amerikanische Verhältnisse. McDonald's gibt teilweise Boni raus für die Leute, die anfangen, von $500. Und Wendy's bietet sogar an, die Leute am selben Tag noch zu bezahlen. Das ist natürlich mit dieser Mentalität Hand. Also hier praktisch das, was man hat, auch sofort zu verkonsumieren. Wahrscheinlich sehr attraktiv in den USA. Also wir sehen, da gibt es schon Druck irgendwo in der Pipeline. Wir haben ja jetzt die Situation, dass die Arbeitsmarkt- oder die Arbeitslosenunterstützungen, die sondergewährt wurden, hier in vielen Staaten auslaufen oder ausgelaufen sind, zum Beispiel in Texas, in Florida, also in sehr bevölkerungsreichen Staaten. Und siehe da, in den Staaten, in denen es bisher schon ausgelaufen ist, da sehen wir, dass die Leute sich wirklich wieder um Arbeit bemühen, sowas. Das hat keiner wirklich erwarten können. Also wir dürften relativ starke Arbeitsmarktdaten sehen am Freitag. Wir hatten heute die ADP-Arbeitsmarktdaten, die waren besser als erwartet. Jetzt nicht himmelhoch besser, aber eben besser als erwartet mit knapp 700.000 Stellen. Und dann nochmal zurück zur Inflation. Wir haben hier Marcel Fratscher, auch genannt Marcello Fraccherino, der hier sagt, ja Mensch, beruhigt euch mal. Guckt mal, wir haben heute ja gemeldet bekommen aus der Eurozone die Inflationsdaten, unter anderem die Kerninflation, also ohne Nahrung und Energie. Und die liegt bei 0,91%. Und dann sagt der Marcello, also passt auf, liebe Leute, ihr warnt ja immer vor der Hyperinflation, und das passt euch halt ins Konzept eures Dogmas, das ihr umsetzen wollt. Da ist doch überhaupt nichts von Inflation zu sehen. Nun gut, kann man sagen, Marcel, vielleicht schauen wir uns dieser mal an, gell?
Wer braucht schon Energie, muss man mal fragen. Brauchen Sie Energie? Also ich nicht, gell? Ich mache nie das Licht an, wenn es dunkel ist. Ne? Und da sehen wir, dass die Energiepreise jetzt nur um 13% gestiegen sind, gell? Also vielleicht sollten wir Inflation jetzt ohne all die Faktoren mal berechnen, die tendenziell preistreibend sind. Ne? Und dann kommen wir wieder auf Zahlen, die dann den Marcel glücklich machen, wo er sagt, Schatz, hier ist doch keine Inflation. Ne? Das ist ja mal ein praktischer Vorschlag. Ja? Also da sollten wir mal direkt rangehen. Und hier sehen wir dann noch einen weiteren Faktor, meine Damen und Herren, der diese wunderbare, beste aller Welten Rallye vielleicht potenziell könnte, hätte, wäre, vielleicht gefährden könnte. Das ist die sogenannte Delta-Variante. Wir sehen jetzt in UK wieder höchste Zahl seit Ende Januar, auch in Portugal höchste Zahl der Neuinfektionen seit Februar. Jetzt sagt JP Morgan in Gestalt von Mr. Kolanovic, ja, also nicht so schlimm, weil erstens sind die alle schon immun, gell, Herdenimmunität, und zweitens sind sie alle schon geimpft. Und außerdem ist der Impfstoff ja gegen diese Variante wirksam. Da fragt man sich ja, warum steigen die Zahlen dann so, wenn jetzt immer mehr geimpft sind. In UK sind ja deutlich mehr geimpft als in Deutschland. Also vielleicht auch ein Faktor, den wir auf der Watch haben müssten. Wir sehen ja, dass zum Beispiel heute zyklische Werte in Deutschland gefallen sind. Der DAX doch eher schwach auf der Brust, mit vor allem Autowerten unter Druck. Alle Zykliker tendenziell schwach. Und in Sachen Inflation und Enteignung, hier noch ein Hinweis auf einen Artikel von Claudio Kummerfeld, die doppelte Enteignung der Sparer, Realrenditen weiter extrem negativ. Wie soll man da letztendlich fürs Alter vorsorgen? Das ist der eine Punkt. Und jetzt kommen die Banken und machen einem das Leben auch noch schwer. ING DiBa zum Beispiel hat heute mitgeteilt, dass man alle Guthaben ab 50.000 Euro jetzt mit Verwahrentgelt belohnen wird. Das ist also das Codewort oder die schönere Umschreibung für Negativzinsen, meine Damen und Herren, Verwahrentgelt. Also die Bankenbranche ist da sehr, sehr kreativ, ähnlich wie die Notenbanken, mit wunderbaren Formulierungen, die die Realität in einem anderen Licht erscheinen lassen. Wenn Sie die Realität anders sehen, dann sollten Sie einfach mal das Licht anmachen und dann sehen Sie es im Lichte der Notenbanken. Energiepreise sind ja auch derzeit besonders günstig. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und packe Ihnen diesen Artikel, den ich dringend Ihnen anempfehle, sich zu Gemüte zu führen, unter das Video. Schauen Sie sich das mal an. Ich finde das schon eine sehr seltsame Entwicklung. Ihnen das Allerbeste. Servus und ciao.